Hallöchen, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu heute mal einem ganz anderen Video. Natürlich ist es ein Unpacking-Video, aber trotzdem etwas ganz Besonderes. Denn wie vielleicht schon viele von euch mitbekommen haben, oder vielleicht nicht so viele, weil es ist wahrscheinlich eher bekannt unter die älteren Personen, aber es kommt ja eine Nintendo Entertainment System Classic-Version raus, die jetzt auch auf HD-Auflösung liefern kann, wie ihr es hier gerade sehen könnt, der Nintendo Classic Mini. Ich habe ihn mir gegönnt. Richtig, richtig nice das Ding. Auf jeden Fall ein absolutes Muss für alte Leute. Oder nicht alte Leute, aber Leute, die schon etwas älter sind. Es sind 30 Spiele vorinstalliert. Das Ding kam, und jetzt haltet euch verflucht nochmal fest, das Ding kam 1986 auf den Markt in Europa. Richtig geil auf jeden Fall. Da habe ich noch nicht mal gelebt. Ja? 89er Baujahr bin ich, da habe ich noch nicht mal gelebt. Ich kenne es aber trotzdem noch von den Zeiten, wo ich etwas größer wurde und darauf dann noch spielen durfte. Richtig krass. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Spiele damals auf diesem Gerät ausgesehen haben, ja. Das allererste Super Mario Bros. Kam da raus, Legend of Zelda natürlich, Kirby kennt vielleicht auch noch einige von euch. Donkey Kong hat damit seinen Ursprung gewonnen, Mega Man, Ninja Gaiden, Castlevania, Final Fantasy, eines der allerersten Final Fantasy Teile. Also Leute, auf jeden Fall ultra, ultra krass. Natürlich werde ich euch davon auch noch was zeigen, aber es ist einfach mal übel geil, dass das Ding jetzt dafür rauskam. Ich finde es so Hammer, ich bin so happy, Leute. Wie gesagt, ist sehr alt. Baujahr 1986, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wahrscheinlich ungefähr 90% von alle, die jetzt zuschauen, haben da noch gar nicht gelebt bei diesem System, ja. Allein schon am Controller kann man sehen, original natürlich, so sah der wirklich aus. Allein am Controller kann man schon sehen, wie damals die Controller ausgesehen haben. Bei diesen alten Versionen, ja. Die Konsole an sich selbst auch total altbacken, total simpel gestrickt auf jeden Fall. Es ist total lustig, Leute. Ganz ehrlich, es ist total witzig und ich finde es Hammer, dass ich das Ding jetzt endlich besitze. Ich wollte es mir kaufen, es war immer ausverkauft. Jetzt habe ich Gott sei Dank noch ein Schnäppchen machen können und konnte noch eins erwischen, weil die sind limitiert, die Dinger. Also wenn ihr wirklich Interesse habt, holt es euch, bevor die weg sind. Die wird es nicht immer geben. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, wenn der Controller mal kaputt sein sollte, ob man irgendwo nochmal einen nachkaufen kann, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall absolut geil. Ja, es ist absolut geil, Leute. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Also, das Ding an sich habe ich euch gezeigt. 30 Spiele vorinstalliert. Man kann keine nachinstallieren und so weiter und so fort. 30, dabei wird es auch bleiben. Die 30 größten Klassiker, die es damals gegeben hat, wo alle Spiele ihren Ursprung erhalten haben und viele Spiele heute weiterproduziert wurden, wie Castlevania kennt man ja auch schon in 3D, Super Mario kennt man, Legend of Zelda kennt man, Kirby blieb glaube ich bei der Gameboy-Version, Donkey Kong auch richtig nein, Metroid Prime kam damals für die GameCube raus, auch richtig krass. Ja, Leute, ich bin echt. Also, gut, hier zeigen wir euch mal den Controller, sehr altbacken, ja, wie schon erwähnt, man kann erkennen, dass der Controller sehr schlicht designt ist. Damals war das riesengroße Kunst, keine Ahnung, Ingenieure haben wahrscheinlich 10 Jahrzehnte da dran gesessen, um die Controller zu designen, keine Ahnung, entwerfen, weiß ich auch nicht. Die Konsole an sich selbst kann man auch sehen, grau gestaltet, relativ lieblos, ja, aber so ist es, wie man kennt, und so muss sie auch sein. Alles andere wäre scheiße. Die muss so sein wie damals, und genauso ist sie auch von Nintendo. Richtig, richtig nice. Ja, dann haben wir natürlich noch ein HDMI-Kabel, denn es liefert jetzt natürlich, man kann das jetzt in HD gucken, in HD spielen. Auch unglaublich, damals lief es ja nur auf total veraltete, schrottige Röhrenfernseher. Ich weiß gar nicht, ob 1986 überhaupt schon Farbbildfernseher rauskam. Keine Ahnung, glaub schon. Ja, das war wirklich das allererste, was jemals rausgekommen ist. Also, dann haben wir einen ganz normalen DC-Anschluss für die Spannungsversorgung, einfach nur per USB. Das Ganze hat keinen Netzanschluss, also kein Netzteil mit 230 Volt, sondern einfach nur USB, 10 Volt DC, ja. Richtig, richtig krass. Das Ding musst du einfach mal am PC anschließen. Am PC, es ist einfach nur übergeil. Es ist einfach nur übergeil. Es ist so lustig. Und ich freue mich echt, dass wir das jetzt zocken können. Es ist richtig nice. Es ist richtig nice. Nee, Leute, okay. Ja, ihr habt es gesehen. Das war der Inhalt von diesem Teil. 70 Euro kann man dafür bezahlen. Sicherlich wird der Preis steigen. Also ich denke mal, dass in ein, zwei Jahren, wenn das Ding nicht mehr auf dem Markt ist, du doch einiges an Geld kriegen kannst. Denn für die Originalkonsole bezahlt man momentan, ich glaube, 80 Euro kann man sich die kaufen. Gebraucht natürlich.
damals wahrscheinlich noch viel, viel teurer gewesen, als das Ding erschienen ist. Aber ich glaube, dass im Endeffekt dieses Gerät hier im Wert steigen wird, umso älter es werden wird, weil es einfach so ein Reliquie ist, ja. Es ist einfach ein Ding, was man haben muss für echte Fans und es ist einfach nur Hammer. Wirklich Hammer, Leute. Also, gut, das war das Unboxing von dem Nintendo Entertainment System Nintendo Classic Mini. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, einige von euch konnten das Ding auch wiedererkennen, haben ein bisschen Wiedererkennungswert gesehen, ja, konnten vielleicht ein bisschen in die Zeit zurückdenken, wie es damals war, als das Ding erschienen ist, mit einer der allerersten Konsolen, die überhaupt in unserer Zeit rausgekommen sind, die ganze Videospielgeschichte wahrscheinlich geprägt haben. Also wirklich einzigartig und unbedingt ein Muss für richtige Fans, für Leute, die damals schon sehr viel gespielt haben und heute das sind, was sie sind. Meine Wenigkeit natürlich. Ne, Leute, Schluss mit dem Gelaber. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mich bitte wissen, indem ihr einen Daumen hoch da lasst. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit sie wissen, dass es so ein geiles Gerät überhaupt wieder gibt. Ja, könnt ihr einfach mal machen, wäre sehr nett. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt. Vielleicht werde ich einiges zu dem Gerät bringen. Mal gucken. Und ja, ich freue mich drauf, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann, haut rein und viel Spaß, falls ihr es euch auch gegönnt habt. Servus.